zweiten Spiel muss man natürlich sagen, in der ersten Halbzeit besonders, hat man gesehen, dass Weiden einfach die abgeklärtere Mannschaft auch ein Stück weit war. Waren im Hinspiel schon, gerade in erster Halbzeit, deutlich besser. Im Rückspiel haben wir eigentlich genau daran angeknüpft. Ja, also waren schon ein Feld überlegen, hatten mehr Chancen und haben uns das auch verdient. Und 5-0, ich fand es auch sehr deutlich. Allgemein als Mannschaft ein Stück weit reifer, besser am Ball, abgeklärter auch gegen den Mann. Und so kommt dann halt auch das Ergebnis im zweiten Spiel zustande. Der Unterschied war, dass wir gerade nach vorne deutlich besser gespielt haben, deutlich effektiver, hinten besser standen, ja, also eigentlich wenig zugelassen haben. Und ja, das hat das eben dann gemacht, das Ergebnis. Wir hatten uns eigentlich einiges vorgenommen für dieses Spiel, für diese beiden Spiele, für die Qualifikation. Ja, ich meine, für mich und für die Mannschaft war es das bisher größte Spiel, was wir eigentlich hatten. Ist halt im zweiten Spiel dann voll in die Hose gegangen eigentlich, muss man leider so klar sagen. Wir haben versucht, das eher als Motivation und als Bock zu nehmen, weniger als Druck. Ja, weil das ist ein Ziel, worauf wir hingearbeitet haben, hat der Verein noch nie geschafft. Wir haben es alles nur aus Motivation gemacht und das war der Erfolg. Ich will, dass die Jungs weiterkommen, auch durch Niederlagen. Lernt man dazu, gerade durch Niederlagen. Wir werden jetzt noch anderthalb Wochen weiter trainieren, dann gehen die Jungs in die wohlverdiente Pause und dann werden wir nächstes Jahr in der Sonderliga angreifen. Ja, wir spielen jetzt das erste Jahr Bezirksliga. Ja, dementsprechend werden wir es auch noch mal ein bisschen anders angehen und freuen uns auf die Herausforderung.